Sie als Android wird einen Menschen nicht gefährden dürfen. Das kennen wir ja aus verschiedenen Filmen durchaus schon. Das heißt, wenn sie einen Menschen gehört, wird sie den auch natürlich nicht mit eben gezielten Tritt in die Eier K.O. schlagen. Das stimmt, aber ich glaube, wenn er jemanden anders bedroht, dann darf sie reagieren und dann muss sie aber eben abschätzen, was die größere Gefahr ist. Oh, Alter. Ständig nervt sie. Hättest du sie nicht gemacht, Mann. Vollidiot. Also du hast eine Zutat für Meth im Ruhezustand. Ist recht schwierig, das zu organisieren. Deswegen Erkältungsmedizin. Aha. Payday 2 regelt. Okay. Okay. Warte mal, meine Frage. Aha. Kannst du mal mitzählen, alles klar. Okay. Ich versuche immer den Chat im Ganzen zu lesen. Ist ja auch nicht schwer im Moment, muss man dazu sagen, ne? Das zu lesen. Aber ich versuche immer so zu lesen, dass ich mich nicht aus Versehen spoilern kann, wenn doch mal was reinkommt. Jetzt gehen wir uns erstmal um die Alice kümmern. Zweite Etage? Okay, da geht nichts. Zweite Etage wollten wir noch machen. So. Hier unten sollte im Grunde alles fertig sein. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Zeitung, der Tisch hier, als irgendein Hinweis gilt. Weil ich habe es ja gerade durchgelesen. Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht, weil ich es noch nicht weggeräumt habe oder so. Ansonsten ist hier unten nichts, dann gehen wir mal nach oben. Oh, bin ich gespannt. Was ist das? Rechnungen? Invoice. Harman Bank. Das sieht aus wie... Total minus... Was ist das gewesen? Minus $500 hat er minus, wie es aussieht, auf dem Konto. Da oben negative Balance $1000. Hier ist irgendwas rejected, also haben sie was eingezogen offenbar. Die Kreditkarte haben sie wahrscheinlich zurückbehalten oder einbehalten oder sowas. Okay, der hat also Rechnungen. Putze unten. Hä, wir haben geputzt. Na gut, jetzt müssen wir den Tod also noch Bericht erstatten. Dann machen wir das mal. Okay, ich kann mir... Angeschaut haben wir es uns ja. So, erstes Stock abschließen. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Die müsste man einfach mal Placebo reinpfeifen, ne? Die müsste man das Zeug ersetzen. Naja. Bro. Naja, aber ich sag mal so. Es ist halt nun mal so, wie es ist. Es gibt Menschen, bei denen ist das einfach so zu Hause. Weil sie eben genau so ein Problem haben. Sie ziehen sich die härtesten Drogen rein und kriegen dann natürlich wirklich nichts mehr gebacken und nichts mehr mit und dann endet das so. So, räume Tods Zimmer auf. Natürlich, lüften wir erstmal das Zimmer, indem wir mal das Fenster aufmachen. So, Fenster hoch. Gibt doch sicher das Stream-Mod, oder? Das ist natürlich noch ein Spoiler, sind Spiele auch mal selber gespielt. Okay, also der Markim, ich hab wirklich gute Mods im Moment da. Also der Markim ist ja da, der Dafu ist auch ein Mod, dann haben wir die Geli. Wir haben schon die guten Leute da. Aber ich werde später mal schauen, wie man da Leute, denen ich vertrauen kann und so, kann schon nicht schaden. Während die Verhandlungen über die mögliche Zulassung eines Androidenspielers. Oh, Androidenspieler in einem Footballteam? Oh, spannend. Was ist das? Was ist das denn Interessantes? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt die ganze Zeit Trickfilm gucken, steht er plötzlich hinter uns und sagt, mach deine Arbeit! Mach deine Arbeit, klingt auch gut, ne? YouTube, ja. Was ist denn das da? Shihiros Reise ins Zauberland? Das ist ein Dinosaurier oder sowas ähnliches, ne? Das sieht aus wie ohne Zahn irgendwie. So ein bisschen. Das macht bestimmt das... Achso, das war's jetzt, ne? Jetzt geht's wieder von vorne los. Ja. Das macht bestimmt Sinn, das zu entdecken. Guck mal, Arbeitslosenquote 37,3%. Wenn sowas passiert, ist das immer... Gibt es immer Unruhen. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Ja, okay, haben wir geklärt. Geh weg da.
Seid ihr eigentlich vorhin erschrocken, als der Typ plötzlich hinter uns stand? Wahrscheinlich nicht, weil ihr es alle schon kanntet. So, beseitige die Unordnung. Was ist das hier gewesen? Nehmen, was ist das? Antidepressivum. Aha. Enthält Thianeptin. Oh, und eine Pistole. Nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt offen. Sollten wir das vielleicht lieber zumachen? Sollen wir das vielleicht lieber zumachen hier, das Ding? Geht das? Das geht nicht, ne? Okay. Fenster wollten wir, glaube ich, aufmachen. Aufrollen. Warte mal, Gitarre? Wo haben wir denn vorhin einen Gitarrenspieler gesehen? Wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass es irgendwie zusammengehört? Okay, da ist schon gar nichts mehr in dem Spiel. Das freut mich. Das ist wieder das gleiche Zeit, die gleiche Zeitschrift. Die haben wir doch schon mal gesehen. Oder nicht? Nee, Androiden-Quarterback. Ach, haben wir gerade im Fernsehen gesehen, ne? Dass sie darüber nachdenken, ob das möglich ist, in einem Sport einen Androiden einzusetzen. Na, dann kann man auch gleich eine ganze Mannschaft aus Androiden bauen. Autos in der Zukunft, das ist auch cool. Okay. Oh, mich huckt immer alles, wenn ich hier spiele, ne? Das geht sonst eigentlich nicht so, aber naja. Ich kann mal sagen, ne? So, was haben wir jetzt hier noch zu tun? Oh, da ist noch was, das haben wir nicht gesehen. Haben wir das schon gesehen? Nee, ne? Aufräumen, genau. Chips-Tüte in dem Bett. Nicht schlecht. Also Kara ist schon so eine, das ist schon cool, finde ich total cool. Es ist schön, hier hat man, wenn man ein bisschen Zeit hat, das finde ich gut, das haben wir schon gelesen, das ist die, die wir schon gelesen haben. Kein Stress hier. Das ist ganz in Ruhe hier. Das ist bestimmt die Ruhe vorm Sturm. Das haben wir alles fertig gemacht, okay? Fenster hier, geht das noch auf irgendwie? Nö. Zimmer ist gelüftet. Seid ihr die Unordnung? Räumen wir Todds Zimmer auf, räumen wir Alice Zimmer auf. Okay, dann ist hier noch irgendwas. Ah, da liegt noch was rum. Was ist das? Oh, beim Abendessen. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Das freut mich, wenn ihr da. Also beim Abendessen so ein Spiel hier, das finde ich ganz geil. Was gibt's denn da Leckeres? Pizza? So schön Pizza? Oder ist ja auch Chips, wie der Typ hier neben dem Bett? Familienunterhaltungsprogramm Quitschi. Das ist schon. Grüße gehen raus. Ja, oder wie war das immer? Wir sagen immer, Kuss geht raus, ne? Kuss geht raus. So. Och, meine. Junge, ich muss aber anders hinsetzen. Ja, ich lümmel hier rum, kann man mich überhaupt noch sehen? Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich muss aber da hochgucken, da oben ist dann, da oben in der Ecke da vom Zimmer, ja, da ist der Bildschirm, wo ich sehe, ob das alles läuft hier überhaupt. Ich hatte gerade Lasagne, was ist denn? Lasagne. Okay. Lasagne. Okay, Spaghetti ist auch gut. Okay. Spaghetti mit Jagdwurst wahrscheinlich und Käse und so. Das ist immer ein schönes Highlight. Was ist hier noch? Warte mal. Oh, da war noch was. Ja, gib hin, du. Ich hab dein Bett gerade gemacht, damit du dich hinlegen kannst, du Spacko, ey. Oder geht er auf die Toilette? Ach, der war auf der Toilette wahrscheinlich. Ach komm, hör auf, jetzt war der bestimmt auf der Toilette. Das sieht bestimmt aus, wie es da aussieht. Ich will gar nicht wissen, wie es da aussieht. Na gut, haben sie rausgeschnitten. Zum Glück. Na, wäre auch bestimmt nicht so schön gewesen, wenn Leute gerade Abendessen beim Stream. Und da, das ist dann so. Ich kann mir vorstellen, wie es ausgesehen hat bei dem Typen. Hallo, Alice. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Oh, meine Vorletzte sagt, ich würde mir immer an der Nase rumspielen, ne? Oh, mir juckt ständig die Nase. Ey, ich weiß nicht, woran das liegt. Ob ich aufgeregt bin, ob das einfach, keine Ahnung, woran das liegt. Mach jetzt, so. Ehrenbrudi, alles klar, Ehrenbrudi. Mega coole Sache.
Tür. Jetzt lüften wir mal das Zimmer. Lüften mit L2. Und hoch das Fenster. Hoch! Okay, also ich merke, das bringt mir alles was. Ich bin mir sicher, überall wo ein Schloss aufgeht, habe ich später mal richtig Glück, dass ich das habe. So, nochmal, kriegen wir uns nochmal. Wir haben noch zwei Sachen offen, die wir noch ansprechen können. Ach komm, wir sind doch Freunde. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Okay, also pädagogisch scheint es nicht gut zu sein. Kriege ich irgendwie offenbar nicht hin, mit Leuten zu reden. Aber einen Schlüssel hat sie mir hinterlassen. Stimmt, für einen Schuppen irgendwo. Da wollen wir mal gucken, wo könnten wir noch hingehen? Wo ist jetzt eine Schuppentür? Oder hat die hier für einen Schrank? Warte mal, wollen wir mal gucken. Okay, jetzt Todd hätte neue Ideen, aber wir gucken mal, was noch so möglich ist. Hier, guck mal, da ist eine Schatulle. Wir haben gerade Schlüssel bekommen. Kriegt das immer nicht auf. Ja, keine Pädagogik ist nicht meine Stärke offenbar hier. Habe ich gerade festgestellt. Muss ich mal meinen Job überdenken. Ah, gucke mal. Das ist der Mann, wie er aussah, bevor er dick war und von Drogen zerfressen. Und daneben ist bestimmt seine... Oh, ein Kleeblatt. Vierblättrig. Das ist bestimmt die Frau. Und das ist natürlich da Alice mit da drauf, ne? Da waren die wohl noch glücklich, wie es aussieht. Vielleicht hat sie den ja auch verlassen, weil er drogenabhängig geworden ist. Das können wir alles nur spekulieren. Also ich kann es nur spekulieren. Ihr wisst ja genau, ob ich falsch liege. Da hat sich offenbar Alice am Kopf verletzt. Entweder ist sie traurig, weil sie alleine ist und will das damit darstellen, oder sie ist gegen eine Tür gerannt. Papa scheint... Beide scheinen nicht glücklich zu sein. Sieht man an den Mundwinkeln, ne? Für alle, die jetzt keine Gesichter deuten können, hier mal der Hinweis. Nach unten gemalte Mundwinkel scheinen hier also für Trauer zu stehen. Jetzt offenbar, aha, wie es aussieht, Gewalt gegen die Mama. Papa hat Mama gehauen, wie es aussieht. Weil das sieht nicht aus wie ein durch die Haare streicheln. Aktuell, also... Oder ich müsste mich irren. Okay, das war die kaputte Kara. Ein Auto. Was hat er gesagt? Hat er nicht gesagt, dass das ein Auto war? Der hat doch gesagt, ein Auto hätte die überfahren, oder? Okay, na das, sagen wir jetzt einfach mal, ich glaube das alles so nicht, ne? Was liegt denn hier noch für ein Heft? Was ist das? Das ist das Buch von Alice. Ah, Alice im Wunderland. Reaper, holst du ja auch das Spiel? Kaufst du das hier? Sieht so aus, als könnte man es echt empfehlen. Es war im PlayStation Plus irgendwann mal drin. Ich glaube, vor 2 Monaten habe ich das quasi kostenlos bekommen. Und seitdem will ich es eigentlich auch schon spielen und habe es einfach nur bisher... immer nur ausgesessen, ne? Weil ich immer nichts Neues anfangen wollte. Aber ich habe es gesagt, ach komm, jetzt pfeife ich auf Gothic, ist eh gerade pausiert, jetzt mache ich das hier weiter. Was ist los? Wieso? Okay, der hat nur geguckt. Da gab es jetzt nichts weiter für mich, okay. So, jetzt wissen wir doch hier, oder? Hier ist nichts mehr drin, oder? Abgeschlossen das Zimmer. Unterm Bett ist auch nichts? Gut. Todd hat neue Anweisungen. Naja, wie sieht es hier drin aus?
Na, machen wir das Badezimmer auch noch sauber gleich. Ich weiß nicht, ob das Spiel aktuell 60 Euro kostet wieder. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber da haben sie im PS Plus, glaube ich, wirklich ein richtig gutes Spiel mal mit rausgehauen. Also da glaube ich schon, als das hier drin war. Die meisten sind ja eher so Shooter-Spiele, das reizt mich ja immer nicht so. Aber das hier ist ja, da haben sie sich echt mal... Das ist gut so. Was ist das hier? Ist der Wischmopp. Warte, ich will den Wischmopp haben. Da. Achso, hier, warte mal. Dann spoiler dich nicht von Quitschi. Achso, okay. Na, das ist jetzt eh nur der Anfang. Ich meine, ich spiele meistens so langsam, da ist der Reaper schon 20 Mal an mir vorbei, wenn ich im nächsten Stream bin hier. Das ist so. Kannst du dir anfangen, kannst du dir anschauen und den Rest, da bist du dann nächste Woche Dienstag bist du an mir dreimal vorbei hier. Das ist meistens so. Genau, mit dem Autounfall, das finden wir schon noch raus. Okay, hier ist auch nichts mehr drin. Bad ist fertig. Okay. Hier ist auch nichts mehr drin. Okay. Dann gehen wir unseren Brutalo-Papi mal. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ich dachte, der steht hier rechts neben mir. Guck mal, modernste Lichtschalter auf, ne? Die Tür geht nicht mehr auf. Okay. Was machst du da? Ich spiele. Ja. Du spielst. Sieht man das nicht, oder was? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ja, denke ich auch. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Ich hab Angst vor dir, kannst du ruhig sagen. Ich hab Angst vor dir, du Vollidiot. Was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Guck mal, man könnte denken, die hat Tränen in den Augen, obwohl die ein Android ist. Das geht gar nicht. So, wollen wir doch mal gucken. Wir müssten jetzt wirklich mal alles gemacht haben, oder? Also das mit dem Autounfall, wir finden das später noch raus. Brauchst du nicht. Ich persönlich könnte jetzt mal sagen, was ich vermute. Ich vermute, dass das kein echter Autounfall war. Aber ich würde dann meine Meinung ganz gerne durch mich selbst und durch meine eigene... Sei jetzt mal Erfahrungen auch bestätigt sehen oder nicht bestätigt sehen. Wir sehen hier oben, das Gelbe sind die beiden Sachen. Ach, guck mal. Kara entdeckt den Weg nach unten. Das war das erste Schlüsselding. Und oben haben wir die Waffe, die wir gefunden haben. Das war das zweite. Wir haben also wirklich hier komplett alles aufgedeckt. Schaut das mal an. Wir hatten Zeit, wir haben in Ruhe gemacht. Wir haben einfach alles aufgedeckt. Cool. Wie sieht es mit weltweiten Statistiken aus? Guck mal an. Geschirr waschen haben zwei. Du siehst also hier offenbar, gibt's Leute, die machen einfach gar nicht alles. Ich meine, den Rest mit Müll rausbringen und sowas, das haben irgendwie alle gemacht, offenbar. Aber hier ist gerade mal jeder Zweite, hat das so im Einzelnen gemacht. Außer jetzt das Geschirr waschen, ne? Was haben wir jetzt hier drüben? Die Tabletten aufräumen haben 84. Trotz Zimmer putzen haben 99% der Menschen gemacht.